So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Wir warten auf den Community Raid mit Mewtwo. Ja, ihr hört richtig, mit Mewtwo. Eigentlich ist Mewtwo schon seit letzter Woche Donnerstag in den Raids, aber mit der Attacke Spukball. Heute ist wieder Donnerstag. Heute wechselt Mewtwo seine Attacke. Das Pokémon bleibt das gleiche, die Attacke wechselt. Mewtwo hat keinen Spukball mehr. Mewtwo hat Psychostoß. Ich habe viele gehört, die gesagt haben, sie warten extra, bis Mewtwo Psychostoß hat und werden dann erst raiden. Ich weiß nicht warum, ich hätte die ganze Zeit geradet an eurer Stelle, wenn ihr noch kein Gutes habt, wenn ihr noch kein 100er habt, wenn ihr noch kein Shiny habt. Die Attacke ist doch komplett egal erstmal. Spukball und Psychostoß sind beide sehr gute Attacken und wenn du die eine hast, brauchst du eigentlich die andere. Beide natürlich nur über Top-Lade-TMs zu bekommen, das heißt, wenn ihr eins mit Spukball habt, macht ihr über die Top-Lade-TM dann Psychostoß drauf. Wenn ihr jetzt eins mit Psychostoß kriegt, müsst ihr eh über die Top-Lade-TM Spukball holen. Wir sitzen jetzt hier beim Theater auf der Bank. Hier habe ich was Herrliches gefunden, ein edler Tropfen, ne? Oberbräu hell. Da ist der Hannes, wie man sieht, das ist schönes bayerisches Bier. Wir warten jetzt, bis der Community Raid aufgeht, der wird an der Old Channel Bridge stattfinden. Den habe ich jetzt wieder gepostet, es ist nämlich knüppelwarm. Und weil ich gerade unterwegs war in Richtung Netto in der Nähe, habe ich gedacht, gönnst du dir ein schönes Arbeitsbier sozusagen extra fürs Video, dass es wieder aussieht, als würdest du den ganzen Tag trinken. Ich habe gepostet, mal gucken, wer sich einträgt, mal gucken, wer dabei ist und dann sehen wir uns gleich, wenn der Raid aufgeht, wen wir alles einladen, ob es ein Shiny gibt, ob es ein Gutes gibt. So, wir haben uns jetzt hier untergestellt unter diesem Superbaum. Ich will euch mal ganz kurz vorlesen, wen wir überhaupt einladen, wer sich eingetragen hat. Ich muss mich ein bisschen beeilen, der Raid ist nämlich schon auf. Deswegen gehen wir jetzt direkt hier auf den Community-Tab, gehen auf die Kommentare, lesen mal kurz vor. In der Reihenfolge, wer sich eingetragen hat, Genaya, Bloodentears, Falarope, Henry Niki und Miku MK92. Das sind 5 auf dem einen Account. Dann DJ Rock, Mazofix, Andy Project, Prinzessin und Wikeda. Das sind alle 10. Ich hoffe mal, die haben alle angenommen. Ich lade jetzt einfach ein. Dann sehen wir ja, ob das passt. Hier ist ein bisschen dunkel, hier ist ein bisschen Schatten. Da auf der anderen Seite ist zu viel Sonne, da ist alles zu hell. Ich mache jetzt hier eine private Gruppe auf wieder. Gebe hier mal den Gruppencode ein. Wir haben Taubsi. Ne, Vogel brennt Katz. So, Vogel brennt Katz, so muss man das ja sagen, das ist ja wichtig. Und dann laden wir ein, jetzt ist es interessant, haben alle angenommen. Prinzessin, DJ Rock, Wicke da, Andy Project, Mazofix, hier sind alle da, Miku, Falarope, Henry, Niki, Blood and Tears, Genaya, da sind auch alle da, das heißt, ich kann auch niemanden zusätzlich einladen. Jetzt muss ich auf dem Hauptaccount nochmal eingeben, Vogel brennt Katz, wir gehen rein. 88 Sekunden. Ich müsste es theoretisch dann noch öffentlich stellen, weil Genaya wollte wahrscheinlich vor Ort mit einem anderen Account auch mitmachen. Das heißt, wir sind 10 Eingeladene. Wie geht das denn? Wir sind 14? Woher wissen die denn, wie der Code ist? Egal. Hä? Ich mache die Gruppe auf jeden Fall jetzt mal auf öffentlich. Jetzt muss ich mal gucken, wer hier drin ist. Genaya, Henry, Niki, Wicked, Häkeltussi. Wie bitte kommen die Häkeltussi in die Lobby, wenn die Lobby noch privat ist und sie nur mit dem Gruppencode dazustoßen kann, den sie nicht kannte, den sie nicht wusste? Das ist mir ein Rätsel. Ansonsten sind alle drin, glaube ich, die eingeladen haben. Wie gesagt, Mewtwo ist gar nicht so schwer. 2 Leute können ihn schon gut machen, 3 Leute dürfte es gar kein Problem mehr sein. Wenn ihr ein paar Konda habt hier, ich habe jetzt hier lauter Darkrai drin, ich werde die auch nicht wechseln. Geist, Unlicht ist sehr gut, Gift geht auch, Mega Bibor oder sowas. Gibt es ja Leute, die machen immer Duo-Raids mit Mega Bibor. Ich kann euch noch mal ganz kurz die Arena zeigen. Da steht ihr jetzt. Das ist die Golden Gate Bridge. Da könnte man auch stehen, aber hier ist mir zu viel Sonne. Deswegen stelle ich mich einfach wieder hier rüber an den Rand. Wir hauen einfach mal drauf, gucken wir mal, ob ein 100er dabei ist, ob ein Shiny dabei ist und der hat jetzt keinen Spukball mehr, der hat jetzt Psychostoß. Wir sind bei 14 geblieben, also Genaya hat es irgendwie geschafft, in die Lobby zu kommen, obwohl wir eigentlich eine private Lobby mit Gruppencode hatten, aber irgendwie ist sie trotzdem einfach reingegangen. Da,
Das kann sie ja mal in den Kommentaren schreiben, wie sie das wieder geschafft hat. Vielleicht hat sie einfach den Gruppencode erraten, hat alle möglichen Kombinationen eingegeben, hatte Glück, dass die erste Kombination, die sie eingegeben hat, direkt die richtige war. Anders kann ich es mir nicht erklären. Ihr seht, wie schnell das geht, wie schnell das funktioniert hier. Das liegt jetzt nicht daran, dass wir 1000 Leute sind. Wir sind nur 14. Wir sind nicht wirklich vorbereitet. Wir haben keine Mega-Entwicklung am Start. Man hat einfach nur ein Team genommen, was gerade so drin ist. Und er ist trotzdem in 50 Sekunden down. Das ist Mewtwo. Das musst du dir mal vorstellen. Mewtwo, das stärkste und krasseste Pokémon mit dem besten Angriffswert, mit den höchsten WP im Spiel. Und dann ist es trotzdem so leicht zu besiegen. Das finde ich genial. Wie Rayquaza. Rayquaza auch richtig mächtig, richtig stark, richtig brutal. Aber kannst du locker im Duo einfach mitnehmen. Das sind die besten Pokémon. Andere Sachen haben so eine hohe Verteidigung, haben so wenig WP, kein Angriff, mit denen kannst du nichts machen. Und gleichzeitig brauchst du 3 Millionen Leute, um die halt, um das zu besiegen. Das ist viel, viel schlimmer. Jetzt drücken wir mal hier überall drauf, ich sehe gar nichts mehr. 23, 26 links, 23, 47 rechts. Wir brauchen was mit über 23, 80 muss es haben. Das ist ja das Gute, ich glaube. 23, 87 ist normal 100er und 29, 84 ist 100er mit Wetterboost. Also egal ob Wetterboost oder normal, das muss immer irgendwas mit 80 hinten haben. Dann wisst ihr, das ist richtig brutal und das müsst ihr unbedingt fangen. Wir gucken jetzt mal hier drauf. Kein Shiny. 23, 37 ist nicht das Schlechteste, ist aber auch nicht das Beste. Wir werden das jetzt hier gemütlich fangen. Dafür nehme ich euch aber mal, glaube ich, ich weiß es nicht. Können wir uns nicht irgendwie hinstellen, dass das noch mal besser aussieht? So. Ich stelle mich jetzt mal so hin zum Fangen. Zeige euch wieder, wie wir es machen. Natürlich, wir werfen eine goldene Beere. Wir stellen den Kreis ein, sodass der möglichst klein ist. Das dürfte für einfach fabelhaft reichen. Wir warten, bis er angreift. Wenn er also immer hier seine Hand nimmt und rüberzieht, hüpfen. Hüpfen ist nervig. Lasst euch davon nicht außer... Jetzt hat er angegriffen. Jetzt haben wir gecurved, jetzt haben wir draufgeworfen, einfach fabelhaft. Mir gefällt das trotzdem nicht mit der Sonne. Ich glaube, ich stelle mich einfach wieder zurück. Ich bleibe einfach jetzt hier unten undercover. Weil der Kreis einmal eingestellt ist, müssen wir den Kreis natürlich nicht nochmal einstellen. Ja? Ihr wartet also ganz geschmeidig. Es geht ja gerade um nichts. Wir haben unendlich Zeit. Also immer warten, bis er fertig ist mit Hüpfen. Bis er wieder angreift und wieder seinen komischen Undertaker-Move macht, jetzt hier. Das heißt, jetzt werfen wir es wieder drauf. Dann kann der eure Bälle nicht abwehren. Dann trefft ihr, dann passiert auch nichts. Viele Leute haben keine Geduld. Die sagen, boah, ich habe 14 Bälle und er ist geflohen. Ich habe doch aber 4 Bälle davon getroffen. Was haben die mit den anderen 10 Bällen gemacht? Ich weiß es nicht. Jetzt war es ein bisschen zu lasch. Da hätte man mehr Bums reinstecken müssen, aber genau in dem, der nicht einfach fabelhaft ist, bleibt der drin. Es gab auch 5XL, warum auch immer. Jetzt mal ernsthaft, warum hat er 5XL? Ich habe keine Mega-Entwicklung am Start. Er hat keinen Wetterboost gehabt. Wieso habe ich jetzt 5XL bekommen? Das ist ja richtig brutal. Lippig hat eingeladen. Zu Letter King, das ist ja richtig brutal. Was war da denn los? Ja. Ansonsten sitzt hier noch ein Pikachu mit Mütze, können wir mal andrücken. Ist kein Shiny, können wir also doch trotzdem sitzen lassen. Habt ihr eure Sammlerherausforderungen schon abgeschlossen? Hier gab es 6 Sammlerherausforderungen im Heute-Tab, die man abschließen konnte. War eigentlich ganz cool, da musste man auch die Entwicklungen tauschen, da musste man mehreres fangen hin und her. Auch ein bisschen was entwickeln. Fand ich eigentlich ganz cool. Jetzt, seit 10 Uhr, ist ja Teil 2 des Events begonnen, von diesem Sammelkartenspiel-Event. Und das heißt, es gibt eigentlich nochmal 3 neue. Bisasam-Sammler-Herausforderung, Glumanda-Sammler-Herausforderung, Shiki-Sammler-Herausforderung. Und das war's. Ihr habt also insgesamt 6 Stück von den normalen gehabt und nochmal 3 jetzt zusätzlich im zweiten Teil. Also wenn ihr denkt, ihr seid fertig, denkt nochmal neu. Jetzt sind nochmal 3 dazugekommen, die ihr jetzt auch machen müsst. Und das wird sicherlich wieder chillig sein. Das war's von meiner Seite aus. Habt ihr ein Gutes bekommen?
Habt ihr jetzt vielleicht ein Shiny bekommen? Wart ihr überhaupt dabei? Wart ihr dabei im Community Raid? Habt ihr ein gutes bekommen? Schreibt es mal rein. Habt ihr ein Shiny bekommen sogar? Und ansonsten würde ich sagen, heute Abend 18 Uhr Raids für Zuschauer mit Psychostoß für euch. Ich brauche eigentlich nicht mehr mitmachen. Ich habe meine 600 XL zusammen, die ich wollte. Ich könnte höchstens, wenn ich sehe, dass viele Leute auf meiner Freundschaftsliste sich anstellen, dass ich mitmache für Interaktion, aber ich weiß nicht, ob es das bringt, halt jetzt weiter sinnlos Mewtwo durchzuraiden. Was willst du denn noch haben? Du hast das 100er, du hast 35 Shinies, vielleicht noch ein Shundo, das wird wahrscheinlich eh nicht kommen. Das wäre das Einzige, was fehlt, aber so viel Glück habe ich eh nicht. Ansonsten war es das trotzdem von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise heute Abend 18 Uhr. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.